Oh, scheiße. Geiler Typ. Willkommen, liebe Freunde. Ja, einfach Seele verlassen. Geiler Typ. Willkommen, liebe Freunde, hier zu einem weiteren Video auf Andy und Glöd. Und letztes Mal gab es ja die Episode von Andy mit den drei Rest in Pieces. Hat euch gefallen. Genau, hat euch sehr gut gefallen. Und heute dachten wir einfach, machen wir mal Rollentausch. Heute bin ich an der Reihe. Ja. Und die Sache ist die, wir haben beide so eine große Sammlung. Wir haben jetzt einfach mal die drei emotionalsten. Rare kann man schon so sagen, aber ja. Wir haben Pieces, die ungefähr gleich rare sind. Also wir können diese Episode locker noch 15 Mal drehen. Wir haben so eine große Sammlung. Wirklich so. Also können wir gerne machen, wenn es euch interessiert. Und wir haben gedacht, wir zählen hier immer die Geschichte dazu noch. Nicht nur das Piece zeigen. Ja, ja. Und auch heute wieder drei Pieces noch, aufstarten. Hast du noch die Unterhose, in der du in Jungfeld wurdest? Geil. Geil. Emotional. Auf jeden Fall. Geil. Geil. Fangen wir heute mal an und direkt mit dem ersten Piece. Und der eine oder andere wird sie direkt erkennen, liebe Freunde, was es ist. Die Kenner unter euch. Oh. Machen wir mal den Hasen auf. Und zwar, Freunde, sieht man das? Die ist krass. Sieht man das? Und zwar ist es eine Gucci Jeans aus Fall Winter 2017. War ja damals schon mit Alessandro und mit Michele. Michel. Michel, geiler Typ. Auf jeden Fall kann man schon so sagen, dass er damals eine gute Wende bei Gucci hingelegt hat. Ja, ja. Hat denke ich eine Kollektion ja für einen Tag designt. Was, so war die Geschichte. Die erste, so weiß ich das noch, die erste Kollektion war ja Notlösung und hat sie innerhalb von einem Tag und einer Woche so etwas designt. Ja, aber der Bruder war schon mega lange bei Gucci. Der war einfach aber trotzdem krasse Leistung. Und diese Hose, Freunde, kleine Story dazu. Ich weiß, 2017, schon 4 Jahre her. Freunde, scheiße. Boah, damals hast du einfach noch schwarze Haare. Noch nicht Haare gefärbt. Geiler Typ. Das höre ich schon so oft. Freunde, einfach Seele. Einfach 2007, 4 Jahre, auf jeden Fall. Vielleicht schon, Bruder. Das ist krass. Das sind 1400 Tage etwa. Das ist heavy. Scheiße. Jetzt weiß ich, von wo die Rückenschmerzen kommen. Ja, geil, Typ. Auf jeden Fall, kleine Real-Life-Story. War damals jung. Geiler Typ. Ich war damals... Ja, gut gepasst. War damals auf jeden Fall sehr jung. Und ich war auf Expeditionsreise, auf Sightseeing, wenn man muss mal die Welt sehen als junger Mann. Und ich war in New York. Und damals noch auf Instagram unterwegs und das war so die Zeit, diese Hose, wer sich noch erinnern kann, war schon sehr krass im Hype. Also ja. Ich war in dem Fit von Rocky. Genau, Rocky. Mit den Metallic Blue Jordan 1. Genau. Und Oberteil war ein weißes T-Shirt und Longsleeve unten dran mit den blauen Strichen. Weil Legende, er hat sie, glaube ich, zweimal sogar getragen. Ah, wirklich? Ja. Krass. Und. Hey, was steht da auf der Jeans? Was steht da drauf? Und da steht so jenseits, zum Beispiel hier. Ein Smiley. Auf dem Gesäß, ein Smiley. Die Legende schrieb von damals La Veugle par Amour. Das war so Gucci. Ja. Man wusste direkt, das ist Gucci. Das heißt ja blind für die Liebe. Genau. Very nice steht hier. Dann steht hier Make. Also steht auch so mit. Make the. Also ist extra auch so mit falsch geschrieben, weißt du, was ich meine? Und die wurde auch von Hand gemacht. Also jede Hose unterscheidet sich aus die anderen. Also ist ein bisschen anders wie die andere. Also ich fand immer einfach mega cool, dass bei der Hosentasche, dass das. Genau, das. Die fand ich mega nice. Genau. Ich habe Augen gemacht. Es gab damals noch die Kuhhose, die hatte das auch, weißt du, mit die Legendenhose. Und also was bei jeder Hose noch? Die war nicht von gut. Von Bali hattest du, genau. Genau. Bei jeder stand so very nice und dann wirklich paar Mur, das war so Standard. Aber man sieht es manchmal bei Bindern, dass sie ein bisschen verschoben ist. Er kam noch mit einem Etikett, da steht, dass man nicht darauf gehen kann, dass jede Hose gleich ist, wenn sie ein bisschen anders ist als die man gesehen hat. Dann ist es auf jeden Fall voll normal. Boah, ich weiß auch, Bro, damals, als ich im Hype war, es gab mega viele so Custom Pants. Ja, ja. Auch Diesel hatte einige, also es war schon. Und Fashion Brands auf jeden Fall hatten auch so Hosen. Wie teuer war die damals? Genau. Jetzt kommt die Story dazu. Und zwar, ich weiß nicht genau, war damals in New York und wer sich in New York auskennt, zum Beispiel Todd ist ja auch aus den USA zum Beispiel. Und die sind in den USA viel billiger. Das heißt, und die sind. Levi's zum Beispiel ist auch in den USA billiger als in Europa, aber dafür sind die europäischen Brands wie Gucci, Hermes und so extrem teuer in den USA, also wirklich sauteuer. Das stimmt, Freunde. Und ich war damals in New York und der Vibe hat gepasst und es war so, dass ich ging in den Gucci Store, Freunde, und habe die Hose gesehen, anprobiert und ich weiß noch genau, die hat perfekt gesessen damals. Diese Größe geht leider nicht mehr wirklich, aber ich behalte es noch in Sammlung einfach als Erinnerung. Auf jeden Fall. Size sind komplett beschissen, das wäre eine 34 und die geht nicht mehr. Hast du ein Feedpick von der? Ja, das älteste Bild auf Instagram ist noch mit dieser Hose. Nicht verlinkt? Ja. Würde ich das Bild nicht mehr runternehmen, weil es für mich so Erinnerung damals. Ja, aber die Hose ist wirklich krass. Die Hose ist, also
wenn ich sie finden würde in so einer 38, 36, ich würde sie direkt kaufen nochmal. Passt sie nicht mehr. Bro, das ist ein bisschen so, also eng am Oberschenkel und so, und ich mag das nicht so. Es ist, Auf Leggings. Ja, und ich bin größer geworden, so auf jeden Fall. Sehr schade an dieser Stelle. Auf jeden Fall, noch zur Story. Damals war ich in New York, anprobiert, perfekt. Im Spiegel, besser konnte ich nicht sein, ich schaffe Etikett. $1,100 so. Also fast umgefallen, weil entweder muss ich so Flug canceln, Geld zurückholen und die Hose kaufen oder nicht. Und Freunde, und ich wusste schon damals, dass die Hose in Europa ein bisschen schwieriger ist zu finden. Habe ich so abgegeben, sie so, passt sie? Ich so, ja, komm morgen nochmal. Nie wieder gesehen. Ja, ich kenne den Schema, Ich kenne den, wir sehen uns morgen. Oh, ist das Philipp Plein in München. Haben die uns alles gegeben, die haben uns Kontaktdaten gegeben und die wollen wissen, wo wir leben. Oder der Klassiker, man kann nicht sagen, kein Geld. Ich sage einfach, wir sehen uns morgen. geh so raus. Freunde, Frust essen, Chipotle, so ein Burrito, so eine Ochse gegessen. Freunde, so ein Oschi. So ein Oschi, auf jeden Fall. Und dann nach Hause geflogen. Und kennt ihr das? Ihr habt so ein Piece und ihr denkt so, scheiße. Aber die ganze Zeit, es ist so, ihr schläft, ihr seht die Hose. Ihr wacht auf, ihr seht die Hose. Ihr seht so Pizza vor, ihr seht sie mit den Hosen belegt. Und das hat mich angeschissen. Dann bin einfach ich so, custom gemacht. Ja, so. Dann bin ich in Gucci zu Zürich gegangen. Freunde hatten dort, habe ich ziemlich gute Kontakte, vor allem bei dieser Zeit. Sehr viel angekauft bei Gucci. Aber die Hose war mir zu teuer. Und dann habe ich gesagt, ja, wie sieht's aus mit dieser Hose? Habt ihr die? Und die kommt so, gibt's nicht mehr. Und Freunde, bei Gott, fast umgekippt im Laden. Herzinfarkt. Dann kommt so eine andere Verkäuferin. Es gibt noch eine Auflage in deiner Größe in Mallorca, wir können sie bestellen. In Mallorca? Ja, die kam aus Mallorca, also die Hose kam aus Mallorca. Umweltfreundlich sagst du. Oder was soll ich sagen? Die wurde mit Fahrrad geliefert. Ja. Mit Wasserfahrrad. Paddleboard. Sie haben gesagt, sie kann man liefern, Freunde, und sie muss schauen, ob das geht. Hat geschaut, es ging. Sie kam an, Freunde, und die war sie? In der Schweiz, ich weiß noch genau. Als ich sie gekauft habe, war sie 890 Schweizer Franken, deshalb war der Unterschied sehr groß zu $1,100 oder 1450 irgendwas. 890 Schweizer Franken wurde danach im 2017 auf 2018 gab es bei Gucci da eine Preiserhöhung. Jedes Piece wurde so um 100-200 Schweizer Franken erhöht. Das heißt, diese Hose war nachher 980 oder so oder 950, aber sicher nicht billiger, 100%, das weiß ich noch. Zum Beispiel eine Jacke, die ich hatte, die 1,9 gekostet hat, war dann 2,2 zum Beispiel. Also sie hatten alle, weil es war so ein Hype, dann mussten ja, sie, macht schon Sinn. Haben sie den Preis erhöht und die Verkäufer haben nur gesagt, kauf sie jetzt, weil die wird dann teurer sein. Wie bei Rolex alle paar Jahre. Ist auch ja, war auf jeden Fall krass bei dieser Zeit. Und auch Gucci wurden von allen Outlets so weggenommen sozusagen, also von den modernen Outlets, nicht von den 10-Jährigen. Auf jeden Fall, die Hose kam an, damals kaputt getragen, genossen. Jetzt boah, ich weiß, dass ich das erste Mal gesehen habe, ich habe schon Auge gemacht, was damn. 2 Jahre später, Freunde, einfach zu klein. Freunde, also ich sage es mal so, wie verlosen es ist. Wir, sagst entweder 15 Kilo abnehmen, einfach alle Muskeln verlieren oder gar nichts. Kann man sie eigentlich größer machen? Ich glaube schon. Oder ich glaube gar nicht. Aber ich muss nochmal probieren. Ich will sie mal aufhängen, die sind wirklich. Vielleicht gibt es einen Weight Cut für einen Abend, die mir Bescheid sagen, so 8 Kilo runter und dann wieder dehydrieren. Erhydrieren meine ich, auf jeden Fall, Legendenhose. Ja. Wenn ich sie nicht neu kaufen kann, dann werde ich diese nie abgeben. Speziell, also wirklich emotional wird. Ja, weiter. Freunde, jeder kennt noch die Ära von Kim Jones bei Louis Vuitton. Wir sind mit ONG artikulieren, auf jeden Fall wichtig. Claudia wieder mal Claudia gefrühstückt. Ja, nein, ein Kollege von mir, der hat nicht so im Fashion Game drin ist, so, ist das Louis Vuitton und dann habe ich kaputt gelacht. Auf jeden Fall. Ich habe mich auch kaputt gelacht. Die LV. Tasche auf jeden Fall. Claudio, kannst du bitte wieder den Farid Bang einblenden, wie er gelacht hat? Auf jeden Fall zurück. 2011 kam Kim Jones zu Louis Vuitton und man kann schon sagen, dass das eine der prägendsten Äras von LV war. Ja. Sagen wir es mal so, von dieser Ära, ja, von Kim Jones, sagen wir es mal so, das heftigste oder meiner Meinung nach eins der heftigsten, nämlich die Chapman Brothers Collection war, ja, auf jeden Fall die Supreme Collection. Nein, Freunde, ich, also wer sagt einfach Lügner? Ja, das stimmt. Diese schon. Collection hat sich jeder angeschaut und jeder Auge gemacht. Ja, 100%. Im Nachhinein überlege ich mir, jeder kannte diesen Sweater roten mit dem weißen Muster. Ja. Jetzt würde ich den Sweater nicht mehr tragen, weil es mir zu laut. Aber damals, ich hätte die Hand abgehakt für diesen Sweater, no joke. Das war schon eine krasse also Zeit, der Hype, ja. Freunde, Supreme im Hype, dann ein Collab mit LV. So, das war eines der ersten Mal, dass LV so richtig so dieses Monogramm auch so auf Kleidung gemacht hat. Mhm. Also die Sache ist so,
Die haben das lange, die haben das ganz so immer in kleinen Kollektionen gemacht, weil so Jeans, es gibt Jeans. Ja, die helle. Ja, die helle Jeans. Supreme, genau. Die, nein, nicht mal die, es gab auch so normale Jeans und auch eine Jeansjacke. Meine, genau. Irgendjemand, den ich kannte von früher, hatte die. Ja, und der legendäre Skateboard-Koffer von LV. Auf jeden Fall, auch jetzt wirst du das Bogo noch kaufen von LV. Das ist für mich legendär. Auf jeden Fall war zu teuer und kam dort, wirst du bestellt, aber nicht. Bei LV habe ich sehr gute Kontakte, die ich spielen musste, weil ich kenne Leute, die sehr viel angekauft haben. Und damals, es war auch 2017, das ist, Scheiße, da steht in der Tasche 2017 von der Herbst-Kollektion. Ja, Iver, genau. Genau, Autumn Ive. Hab ich richtig ausgesprochen, hoffe ich schon. Ah ja! Auf jeden Fall, Freunde, glücklicherweise kamen sie an. Und Freunde, das war heftig. Für Retail, jeder kennt den Preis. Wie war Retail? 3,2? Ja, irgendwie so 3,2 in die Seite in diesem Rahmen. Ja. Weil die Christopher normal kostet auch so 3,2 oder 2,8. Also Christopher normal kostet damals 2,4. Aber die hatten Aufpreis. Aber ich das Epileder. Ja, ja. Zeig die beiden bei mir mal. Genau. Freunde, die Tasche ist... Ohne so. Also ich muss sagen, damals hätte ich gehofft, dass die rote kommt, weil es war so auffällig. Aber im Nachhinein muss ich sagen, mittlerweile gefällt mir die schwarze mehr, einfach weil sie ruhiger ist. Und das ist so ein ruhiger Flex. Wisst ihr, was ich meine? Ein ruhiger Flex. Ich dachte, das ist Epileder. Epileder ist krass. Genau. Und Qualität. Normal LV-Qualität. Heftig. Seht ihr noch bei den Close-Ups. Und wir haben hier sogar noch so Plastik dran, sieht man das? Nicht weggemacht. Nein, das lasse ich auch dran. Das ist für den Reset, das ja. Ist so ein Ding. Dann sogar hier noch mit Büchlein, das werde ich auch nicht wegwerfen. Hier steht noch in hier so ein paar Sachen drin. Aber irgendwie so. Ah geil, hat sich vorhin noch gefragt. Such mal. Ja, ich stehe einfach so über wichtig. Ja, eben können wir einwenden. Nichts Relevantes an dieser Stelle. Auf jeden Fall. Der Collector halt. Freunde, die Tasche habe ich auch getragen, ab und zu genutzt. Was soll ich sagen, sie ist sehr bequem, sehr geräumig, aber eben. Muss schon aufpassen, wo sie trägt, weil der kennt den Wert dieser Tasche. Wie viel geht es denn eigentlich? So 8.000, 9.000? 9.000 Euro oder so. Krass. Das ist schon krass. Aber eben. Aber das ist einfach ein Frühstück in der Schweiz. Einfach ein Frühstück in der Schweiz. Auf jeden Fall damals extrem geschwitzt auf die Tasche und. Es gibt hier keine Party-Story oder so, die war in Moskau dabei, da nochmal zum Formel 1-Rennen mitgenommen. Ist aber schon krass, wenn du überlegst, wie sich die Zeit ändert. Also früher, ich sag wie ehrlich, Freunde. Wie man Sachen hypt und dann wieder so. Ja, also früher, also eben, ihr wisst, Freunde, früher andere Zeiten, Freunde, damals noch kein Krypto-Casino besitzt, dass man Party-Leckung hatte. Nein, Freunde, also früher, wirklich, diese Taschen, diese Collection mit LV Supreme war einfach krass. Also jetzt mittlerweile viele Pieces würde ich auch gar nicht mehr so haben wollen, aber ich weiß, damals war so, Freunde, es war Szene, also überall so bei den Sneakermessen und so, ja, ja. Überall so hinter Glas, die LV Supreme ja, ja. Collection, so. Die Pullis, die T-Shirts. Wer hier etwas anderes behauptet, einfach lügen. Also so, wir sehen heute noch die Jeans, ist sehr krass, diese Camo-Dinger sind auch sehr krass, ja. Camo-Hose. Christopher-Rucksack geht klar. Ja, Christopher-Rucksack geht auch klar. Also aber im Preis, meiner Meinung nach, übertrieben teuer. Ja. Aber eben, gefällt mir an dieser Stelle als Besitzer, aber eben, die kommt eigentlich nicht mehr weg. Weil im Cloud ist noch LV-Sammler. Und wir tragen auch, wir genießen und so Gott will, wenn ich jetzt nicht irgendwie hungern muss, dann werde ich sie auch nicht abholen. Geiler Typ! Ja, wenn ich nicht muss, werde ich sie bald mein Leben lang. Ja, fair, würde ich auch. Auf jeden Fall, nice Tasche, wir gehen weiter. Freunde, wir sind jetzt beim letzten Piece angelangt und jetzt wird's. Jetzt ist krass, fast schon pervers, wenn wir so sagen können, an dieser Stelle. Wer, also für die neuen Zuschauer, wer uns noch nicht kennt und vor allem nicht, mich nicht, bin ein extremer Uhrenliebhaber. Was nochmal dein Name? Bin extremer Uhrenliebhaber und es ist jetzt so, dass genau, ab und zu kommt die eine oder andere Uhr zur Kollektion dazu und auch nicht gereselt, bin nicht einer von den Leuten, die Uhren kaufen, um sie zu resellen, genießen. Ja, am Sage. Bucher, falls du siehst, Claudio verkauft alles. Noch nie gereselt. Werde ich nicht. Weil Ziel ist es, als Schweizer hier auf diesem YouTube-Channel die größte Uhrenkollektion zu haben. Ah, ja. Auf YouTube Deutschland, ihr wisst Bescheid. Auf jeden Fall. Mann. Auch die Gene wurden gefärbt. Mein Urgroßvater, der in Russland lebte, der ist halt dort aufgewachsen. Und damals, zu dieser Zeit, also die Uhr, ist aus dem Jahre 1910 bis 1915. Auf jeden Fall gab es so eine Schweizer Uhrenmarke, die hieß Moser und die wurde gegründet von Henry Moser. Krass. Und das Krasse ist, das ist eines der ersten Armbanduhren von
diese Marke Moser, weil ihr müsst überlegen, das war eine andere Zeit. Hier, das war nach dem... Nach vor dem Ersten Weltkrieg. Ja, vor dem, sogar vor dem Ersten Weltkrieg, sogar heftig, also wirklich. Und das war eine andere Zeit, also ihr müsst, das, als Mann war es normal, du trugst einen Anzug. Wenn du ein bisschen, ja nicht gerade Bauer warst, also du hast einen Anzug, du hast ein Monokel und immer die Taschenuhr. So Taschenuhr, Freunde, wisst ihr, ihr kennt alle dieses Bild, auf elegant, elegante, ja, Geschichte. Elegante Geschichte. Und das war ein Motiv damals, Armando. Und die Uhrenmarke wurde sogar in St. Petersburg gegründet von einem Schweizer. Ach was? Ja, wenn ich jetzt nicht falsch sage, das war ein Schweizer. Mal Gebau korrigieren, falls es falsch ist. Auf jeden Fall, ihr wisst ja, ungefähr in den 90er bis 2000er war es auch bei Uhren voll der Hype von Quartz. Man dachte sogar, dass Quartz elegantere Geschichte ist als mechanische Uhren. Und so ist diese Uhrenmarke untergegangen. Also 80er, 90er, irgendwie so etwas war das. Als dann aus Asien die Quartz wegkam. Und ja, genau. Das Nice auf jeden Fall ist an dieser Stelle, 2002 wurde der Name von dieser Uhrenmarke wieder aufgekauft. Und sie produzieren jetzt wieder in Schaffhausen die Uhren. Und das Spannende ist, sie produzieren halt extrem wenig Uhren. Das heißt, die meisten, also ich glaube, die billigste, haben wir vorhin geschaut, war so, ist um die 12 bis 13.000 Schweizer Franken und geht auch bis 100.000 hoch. Also wirklich sehr, also dort, wenn man eine Stoppuhr möchte, schnell 20, 25.000 Euro. Also es sind extrem teuer, weil sie eben extrem wenig produzieren. Meiner Meinung nach haben sie sehr coole Uhren. Ich werde mir 100% irgendwann mal wieder eine ziehen von Moser, einfach für Herz, und weil ich kenne niemanden, der eine Moser-Uhr trägt. Ich glaube, die meisten kennen die Marke auch nicht. Genau. Und aber das Spannende jetzt ist, ich war mal eingeladen an ein Event von Bucherer und da ging es um Moser-Uhren, die neu vorgestellt wurden. Der CEO kam sogar und ich habe dem diese Uhr gezeigt und er konnte mir bestätigen, dass diese Uhr, was spannend ist, an dieser Zeit in Russland vor allem, waren diese Uhren so gehypt wie die Elvis Supreme Collection bei uns. Ja, wie Daytona damals, heute. Genau. Und es gab viele Fälschungen von dieser Uhr. Ach was? Viele Fälschungen gab es von dieser Uhr. Und der CEO hat geschaut, ich schaue jetzt, ob sie original ist. Erstmal geschwitzt, er hat sie aufgemacht, geschaut und sie ist original. Ich kann euch dann zeigen, nach warum. Weil sie hat so einen Bonz, also wenn so ein, weil Gold ist ja sehr verförmlich, also ist ja, wie sagt man, ist ja nicht so, also ja, man kann es, ja genau. Und dann haben sie so ein Metallding genommen, mit so einem Logo zum Beispiel, also so ein, weiß nicht, so ein Siegel oder so. Und dann haben sie das so reingehämmert und man sieht es ganz leicht und das ist die Bestätigung, dass sie so original ist. Oh was? Genau, und jetzt noch das Spannende ist, bei diesem Event haben wir auch was gelernt. Freunde, nicht nur eingeschlafen, nicht nur gegessen gerade, ist auch zugehört. Und zwar, Moser Uhren, das krasse ist, die haben diesen, eine sehr kleine Manufaktur, aber die haben extrem gute Arbeit und Maschinen. Und das Spannende ist, Moser Uhren produziert, so wurde mir das gesagt, alle Zifferblätter von Patek Philippe. Was? Die kaufen die Zifferblätter bei Moser ein, weil sie die nicht selber produzieren können. Irgendwie wurde mir so erklärt, weil sie nicht die Kapazität dazu haben. Weil viele unterschätzen das, dass Patek Philippe auch eine sehr kleine Uhrenmarke ist, irgendwie 20.000 bis 40.000 Uhren pro Jahr. Im Vergleich mit Rolex über 1 Million. Also Patek Philippe ist eigentlich eine sehr kleine Uhrenmarke auch. Und die kamen die Zifferblätter bei Moser ein. Viele krass, wissen das nicht. Krass, krass. Und das ist eine krasse Uhrenmarke, Freunde. Mach's mal auf. Den Hasen aus. Über 100 Jahre alt, die Uhr wird selten getragen. Wurde komplett revidiert, weil die war, Freunde, die war komplett... Man konnte das Zifferblatt nicht mal mehr sehen. Revidiert, alles gemacht, weil Freunde... Wie kostet, wie, was denkst du in der Ware im Moment? Und das ist sehr schwer zu sagen. Ich glaube persönlich nicht sehr viel. Ich glaube, es ist... Erstens mal ist es mehr ein emotionaler Wert so, ja, ja. Aber es ist schwierig einzuschätzen, weißt du, weil bei Uhrenmarken sowieso. Plötzlich kommt ein Nautilus Stahl um die Ecke, von die ist sehr heikel, auch nicht wasserdicht. Ja. Zwischen 1910, 1915, über 100 Jahre. Weil die sind besser closed, ja. Aber also die Uhr hat Sachen erlebt, Freunde, ihr müsst mal überlegen, die ist so viel älter als wir. 1915, Freunde, die war, die hat alles... Die hat alle, die hat ersten, zweiten... Weltkrieg überlebt, Vietnam, Afghanistan. Und die wurde komplett revidiert und die muss man halt vor, die ist halt sehr heikel. Man sieht auch hier hat sie zum Beispiel ganz kleine Verformungen, halt das Gold. Und das Spannende ist, man kann sie, wenn man sie aufzieht so, hört man das? Ja. Man kann sie nicht, also bei den modernen Uhren ist es so eine Sicherheit. Koko-Band? Ich glaube schon, ich weiß nicht, ob das Koko ist. Ich glaube, das ist sicher, also 100% nicht das original Armband. Nein, nein, das ist kein Koko, weil schauen wir, wie billig das ist. Auf jeden Fall, modern. Ist das original? Ich glaube nicht, das müssen wir abklären. Oh. Bei modernen Uhren kann man zum Beispiel mittlerweile die Krone sehr oft schrauben, weil bis die Uhr so voll, also die Spannung voll geladen ist sozusagen, also bis sie die maximale Gangreserve erreicht hat,
dann hat es so wurde mir das erklärt, so eine Sicherheit, das heißt, man kann es nicht mehr, die Spannung, also es hat immer so ein Draht oder so, also ja. Es ist kein Draht, aber ich nenne es einfach mal Draht, kann man dann zerreißen, also kann man hier nicht mehr zerreißen, aber diese Uhr schon, deshalb darf ich sie, muss ich aufpassen mit Aufziehen, nicht so fest, und das Highlight dieser Uhr, meiner Meinung nach, ist hier hinten, das kann man aufmachen, muss schon herausfinden, wie. Und ja. Ja, krass. Kann man das aufmachen, aber so. Krass. Und die Uhr habe ich jetzt ganz kurz aufgezogen und ich glaube, man sieht, wie sie läuft. Ja. Sehr krass, sehr, sehr krass. Sehr krass, Rewrap. Und sie läuft, also man sieht das Werk. Aber vor allem, wie wir machen Close-Ups, probieren das zu machen. Genau, und jetzt krass. Muss ich versuchen herauszufinden, wo, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, der, ich sag mal, das Siegel. Es ist so schwach erkennbar, das wird man 100% nicht auf Kamera erkennen können. Was ja, sieht man hier? Hier hat es so ein ganz, so hier. Ja. So, das wird man nicht erkennen. Ja, können. Nicht, ja. Aber wir probieren eben, was ist einfach ein Siegel. Aber sieht man hier die Uhr, wie sie läuft? Ja, aber wir werden noch Close-Ups zeigen. Auf jeden Fall, Freunde, die Uhr. Die wird, also, sie wird auch noch deinen Sohn tragen. Genau, also die, das ist ein Familienerbstück, sagen wir es mal so. Ja. Und das Krasse ist, also ich habe es extrem gefeiert, dass es diese Uhrenmarke wieder gibt. Moser Uhren, ihr könnt alle googeln. Sponsoring, ich bin dabei, Tourbillon schickt mir zu, ich küsse euer Herzen. Nein, auf jeden Fall wirklich. Das sind nice Uhren, auch heutzutage noch. Ja. Wenn ihr Uhrenliebhaber seid, Uhren nicht kauft, Resell oder Gewinn, Moser Uhren, seht ihr auf jeden Fall. Qualität auf jeden Fall, krass bei denen. Ja. Habt den CEO getroffen, elegante Geschichte auf jeden Fall. Und warum sie auch so teuer sind, sie machen alles selber und das finde ich selber extrem spannend. Sie kaufen keine Werke, wie zum Beispiel Hublot kauft zum Teil so Werke ein. Jetzt habe ich gerade den Namen vergessen, wie die heißen. Aber es sind oftmals keine eigenen Werke, was sehr schade ist. Ja, freuen uns 1000 Likes und wir probieren mit dieser Uhr. Ah, genau, und Etherwerke sind das. 1000 Likes und wir gehen mit dieser Uhr tauchen, was, oder? Ja, die geht direkt kaputt, die geht danach auch, die wandert direkt wieder zurück zum Tresor, weil die zu tragen, da muss spezieller Anlass sein und man muss extrem. Hochzeit? Nice. Ja, so ein Ding. Hochzeit müsste echt mit dieser Uhr. Man, Henry Moser, kann sie kennen. Ja, ja, aber eben, wir werden gleich zeigen, ist eingeblendet. Deswegen Claudio, nein, krasse Piece auf jeden Fall, also ja, eben. Ein heftiges Piece. Nein, mein Freund, man vergisst halt eben, man ist halt auch oft Sammler, Claudio, sind beide Sammler, wir probieren unsere Sammlung immer zu erweitern. Und deswegen, Freunde, Claudio, eine Moderation. Freunde, meine letzte, wie sagt man, Aussage von heute. Wenn ihr etwas habt, Familienerbstücke, egal was passiert, versucht alles zu halten, weil diese Uhr hat vielleicht nicht den Wert von einer AP Royal Oak Open Worked oder so, keine muss Ahnung. Muss ja auch nicht, Bro. Muss ja auch Skeleton, was auch immer, auf jeden Fall. Keine Uhr der Welt würde den emotionalen Wert von dieser Uhr überspiegeln. Und deshalb schaut nicht immer auf Profit oder so. Ja. Mach mal emotionaler Wert wichtig hier, so ein Erinnerungsstück. Behalte diese Sachen wichtig an dieser Stelle. Und dann würde ich sagen, bleibt gesund, haut rein. Peace out.